In dieser Straße im New Yorker Stadtteil Queens soll gerade ein Haus für 3 Millionen US-Dollar verkauft werden. Manch ein Anwohner wundert sich über den Preis. Denn andere Häuser in der Straße sind nur für rund 1,3 Millionen gelistet. Aber es ist eben nicht irgendein Haus. Hier hat noch US-Präsident Donald Trump die ersten Jahre seines Lebens verbracht. Wem das Haus jetzt gehört, ist nicht öffentlich bekannt. Das Haus stand bereits im vergangenen Jahr kurzzeitig für 3 Millionen US-Dollar zum Verkauf, allerdings ohne Erfolg. Jetzt versucht die betraute Immobilienfirma einen anderen Ansatz, mit einer Art Crowdfunding. It's more likely that 3 million people will pay a dollar, or a million people will pay $3, or 300,000 people will pay $10, than one person will pay $3 million. Sollte genug Geld zusammenkommen, geht das an den Besitzer und das Haus an Trump oder eine wohltätige Organisation seiner Wahl. Was der Präsident mit oder aus dem Haus macht, stehe ihm frei. Eine präsidiale Bibliothek, eine Andachtsstätte, das sind erste Vorschläge auf der Spendenwebsite. Und wenn zu viel oder zu wenig eingesammelt wird? As long as 3 million or more is raised, 50% of the proceeds above that goal will be donated to a charity. If sufficient funds aren't raised, that will also all be donated to charity. All proceeds. Das Haus bliebe dann weiter unverkauft. Und noch ist es ein weiter Weg bis zu 3 Millionen Dollar. Am Donnerstagmorgen stand das Spendenkonto gerade mal bei $130. Was auffällt? Es spenden längst nicht nur Trump-Anhänger. I think what's interesting is that we've had donations from Trump supporters and we've had donations from Anti-Trumpers. I don't know if you've seen the GoFundMe, but there are people who are posting negative remarks and donating money. Die Anwohner erleben nun ungewohnte Aufmerksamkeit für ihre Straße. Und auch wenn sie selbst finden, dass der Preis zu hoch ist, hoffen sie, dass das auch für sie zum Vorteil werden kann. It's too much standing, but for me it's okay because I live in the neighborhood. That means all the houses here are gonna be a little bit high, you know what I mean? Aber bis es wirklich zum Verkauf kommt, braucht es zunächst noch Spenden in Höhe von 2.999.870 US-Dollar.